So, ich habe euch wieder etwas Besonderes mitgebracht, und zwar die Villa, vor der ich gerade sitze. Wir befinden uns wieder mal in Kagejak, ganz oben auf dem Bergkamm. Das heißt, ihr habt hier einen wahnsinnigen Blick über Kagejak, über Mamutla, hinüber über ganz Alanya bis zum Burgberg und natürlich über die Weiten des Meeres. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet bei diesem kleinen Rundgang, und viel Spaß dabei. Solltet ihr Fragen haben, postet sie mir bitte in die Kommentare, und wenn euch unser Kanal gefällt, folgt uns gerne. Bis gleich. So, wir sind im Wohngeschoss. Dieses Wohngeschoss, und das ist etwas Besonderes, leider habe ich hier kein Licht, verfügt über ein Schlafzimmer. Hier haben wir das erste Schlafzimmer, Tageslichtfenster, Rollläden, ist wunderbar groß geschnitten. Man braucht keine Etage zu laufen, um in den Schlafbereich zu kommen. Noch einmal der Dielenbereich von hier aus gesehen. Und hier sind wir auch schon im Wohnbereich mit der Küche. Schöner Meerblick. Auch hier kann man hinausgehen und sich im Sommer ein bisschen vor dem intensiven Sonnenlicht schützen. Mit Kochinsel und einer kleinen Abstellkammer. Im rückwärtigen Bereich das Wohnzimmer mit einem Kamin. Seht ihr dort hinten? Hat auch einen Zug, das heißt, ihr könnt den Kamin tatsächlich befeuern. Alle Türen, die ihr seht, könnt ihr natürlich öffnen. Ich habe jetzt die mittlere für uns geöffnet. So, wir sind in der zweiten Etage und wir haben hier auf der rechten Seite das zweite Schlafzimmer. Wir haben hier nochmal einen kleinen Abstellraum. Diese Galerie. Dritte Schlafzimmer ist allerdings so etwas länglich. Es könnte auch als Büro dienen oder auch als Hauswirtschaftsraum. Allerdings wäre es ein bisschen schade, weil wir an dieser Seite noch mal einen eigenen kleinen Balkon haben. Und natürlich das Hauptschlafzimmer. Schön groß und geräumig geschnitten. Da hinten habe ich in diesem Haus keinen Kleiderschrank, sondern so eine begehbare Kleiderecke. Jetzt muss ich das Handy erstmal gerade stellen. Und das ist der Balkon, der zu diesem Schlafzimmer hier gehört. Hinten schaue ich auf den Taurus. Der Balkon geht hier etwas um die Ecke herum. Und zu diesem Schlafzimmer gehört nicht nur dieser Balkon, sondern auch ein eigenes Bad. Mit Wanne bzw. Whirlpool, einem Doppelwaschbecken, natürlich WC und einer ebenerdigen Dusche.
alle, die ein bisschen von dem Traum im Süden träumen und sich schon immer ein mediterranes Haus gewünscht haben. Für all diejenigen ist es sicherlich ein interessantes Angebot. Und wenn du dazu zählen solltest, schreib uns einfach an, schreib uns einfach eine E-Mail an claudia@alanyahaus. Und bitte vergesst nicht, wenn euch unser Kanal gefällt, bitte abonniert uns. Bis dahin, eure Claudia, macht's gut. Bye bye.